Jetzt machen wir noch eine Wanderung zu dem zweiten Garten. Da nehme ich euch auch gerne wieder mit. Lasst euch überraschen. Wenn ihr wissen wollt, wie es ist, bleibt dran. Und wir freuen uns auch über jedes Like und über jeden Abo. Und auch natürlich über jeden netten Kommentar. Bis gleich. Hier kann man sich die Korbschlitten leihen und damit eine wilde Fahrt veranstalten. Mit Führer, selbstverständlich. Da brüllt schon einer. Ja, Freunde, jetzt hatten wir auch ein richtiges tolles Highlight, nämlich die Schlittenfahrt. Und Schlittenfahrer darf nur der werden, dessen Vater das vorher auch schon war. Hier stehen wir vor dem Denkmal des letzten österreichischen König oder Kaiser, ich weiß es jetzt nicht genau,
von Carlos von Habsburg. Dieses Denkmal steht vor der Wallfahrtskirche hier in Madeira auf Funchal. Die Wallfahrtskirche. Kaiser Karl I. von Österreich. Der selige Karl I. von Habsburg ist am 17. August 1887 in Österreich geboren. Durch den Tod von Kaiser Franz Josef im Jahre 1916 wurde er Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Mit der Auflösung des Kaiserreichs im Jahre 1918 wurde er in das Exil gezwungen. Zuerst in die Schweiz und dann nach Madeira, wo er mit seiner Ehefrau Kaiserin Zita am 19. November 1921 ankam. In Funchal lebten sie in der Residenz Villa Victoria. Neben dem Reizhotel und am Ende seines Lebens mit allen seinen Kindern in der Quinta Domonde, wo er am 1. April 1922 in der Verbannung an einer Lungenentzündung starb. Er wurde in der Kirche unserer lieben Frauen von Monde bestattet und durch Papst Johannes Paul II. Im Jahre 2004 am 3. Oktober in Rom selig gesprochen. Hier stehen wir vor einem Pilgerhaus. Man kann ersatzweise auch mit dieser Bahn in den Park fahren. Mit der Bahn dauert es 10 Minuten und der Fußweg sind 6 Kilometer. Mal sehen, was uns unterwegs noch so alles auffällt. Viel Spaß dabei. Es geht rauf und runter. Wunderbarer Weg. Aus hat man einen sagenhaften Blick über Funchal. Thank you.
Wir sind jetzt hier in dem Ort Curral dos Romeiros angekommen. Und queren jetzt die Straße. Und dann geht's weiter. Also hier führt uns ein abenteuerlicher, aber wunderschöner Wanderweg weiter, immer einen Kanal entlang. Das ist das Richtige für mich hier. Schmal und keine Leiter. Ups. Da wir diese Wanderung jetzt nach Heiges Buch machen, bezweifle ich, dass wir noch rechtzeitig in dem Park ankommen. Denn wir müssen mit dem Auto auch schon wieder um 6 Uhr aus dem Parkhaus raus sein. Von daher gesehen, könnte es sein, dass wir heute nur diese Wanderung machen und den Park auf morgen verschieben müssen. Lassen wir uns mal überraschen. Klettersteig. Dieser Weg hat einen riesengroßen Vorteil. Er wird nur von wenigen Touris belagert. Thank you.
Die Treppe sind wir runtergekommen und laufen die Straße jetzt nach oben, circa 2 Kilometer. Hier kommen wir an einem abgebrannten Ressort vorbei, das im Jahre 2016 abgebrannt ist. Wir sind jetzt auf der anderen Seite von Funchal, wo wir wieder runterkommen. Also wir kämpfen uns jetzt hier gerade eine sausteile Straße nach unten, die jetzt auch nicht unbedingt schön zu laufen ist. Zumal hier auch noch ständig Autos kommen und hier überall Rollsplitt liegt. Geht weiter. Es ist wirklich recht abenteuerlich, jetzt hierher zu laufen, weil ab und an auch mal ein Auto von unten oder von oben kommt. Eben musste schon einer bremsen, weil ein anderer entgegengekommen ist. Der ist dann noch mal so einen guten Meter gerutscht. Also die Straße hier runter, die zieht sich über etwa 1 Kilometer. Die empfehle ich keinem. Nehmen wir an, das steilste Stück haben wir erst noch vor uns. Wir zittern jetzt schon die Beine. Wir sind jetzt hier direkt bei dem Garten angekommen. Wir haben aber nur noch 2 Stunden jetzt insgesamt Zeit. Also Freunde, in den 2 Park sind wir, da standen wir ja davor, da sind wir jetzt nicht mehr rein, weil wir hätten circa 1,5 Stunden gebraucht, um da durchzulaufen. Die Zeit wäre zu knapp gewesen. Also haben wir uns jetzt ein Taxi genommen und sind jetzt circa 1 Kilometer nochmal hier runter gefahren mit dem Taxi. Hier steht jetzt auch unser Auto um die Ecke. Und jetzt trinken wir erstmal in Ruhe ein Bier nach diesem fürchterlichen Abstieg auf dieser Straße. Also es ist kein Vergnügen. Insgesamt sage ich jetzt einfach mal, der Tag war spitz gelaufen. Wir haben einen wunderschönen Park gesehen. Wir haben eine schöne Wanderung von 6 Kilometern gemacht. Das Einzige, was nicht so schön war, war eben diese Straße runterzugehen. Aber insgesamt gebe ich dem heutigen Tag 9 von 10 Punkten. Damit verabschiede ich mich von heute, von euch. Morgen geht's weiter. Tschüss.
Thank you.